Heidiho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Cocoon. Im letzten Part haben wir ja den Juwel des Feuers abgeschlossen, also die Prüfung. Ja, jetzt weiß ich gerade nochmal, welche Prüfung genau. Und ja, wir haben den Juwel des Feuers erhalten, da, als Beispielname. So. Und deswegen machen wir uns jetzt ja, die Prüfung des Zweifels, genau. Machen wir uns auf den Weg in den Libellenwald der Unterwelt, wo der nächste Jünger schon auf uns wartet. So. Was gibt's dem Jünger gerade für zu sagen? Natürlich hat er einen Diener, den was er herbeirufen kann. Er ist ein Windelement. Das heißt, dass er eventuell zweimal umgreifen darf. Was für uns natürlich blöd ist. So, dafür bekommen wir ja schon mal Besuch. So, dann machen wir jetzt gleich mit Kamo. Ja, also dass er noch die letzte Ding bekommt, dass er die letzte Erfahrung, dass er auf die nächste Ebene kommt. Natürlich ist das jetzt ein großer Fehl. Feuer gegen Wasser, aber ja. Er überlebt es wohl. So, na okay. Dir weiter. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Na, Kim, das tun wir jetzt schnell. Ein bisschen schnell abkürzen. Komm, 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 komm. Bitte trifft, trifft, trifft. Nein, er trifft nicht. Das wäre zu schön gewesen. So, jetzt aber. Ja, das Drachenschwert ist zwar wohl stark, aber in der Genauigkeit ist es oft einmal ein ziemlicher Witz. So, bevor wir jetzt den nächsten Clown umtreten, tun wir mal kurz da was. Na, das brauchen wir noch nicht da. Das brauchen wir auch noch nicht. Spezialkör. So, ich kann es ja nochmal. Warte mal, genug haben wir ja auf dem. So. Na? Bitte trifft, trifft. Danke. Ja, komm. Ja, also wie gesagt, zum Jünger des Windes ist nicht allgroß zu viel zu sagen. Ja, er ist halt auf Wind spezialisiert und du lässt mir jetzt nur hier. Ja, selber heißt, dass er eventuell zweimal umgreifen kann. Ne, die mache ich jetzt bestimmt nicht. Ja, komm, dir weiter. Ach, den mit dir blind flügen da, hey. Und natürlich darf er erst angreifen, ja. Und klar, zweites Mal. Komm, dir weiter. Natürlich kann es auch sein, dass es da in einem Wald stirbt, aber. Und den ganzen Wald nochmal machen müsst. Aber das ist das Lauf des Lebens, dass man irgendwann mal kurz stirbt. Also zum Beispiel zwei so Kinder, die jetzt da in dem Wald sterben, beim Jünger des Windes. Ach komm, nicht schon wieder so auf wie ich. Kinderchen, hey, das regt mir auf. Die Viecher da. Besonders, der Geflügelte weiß Gott da was mit seiner guten Verteidigung. Ja, noch einmal. Ey, was sieht da für als für Heilkräuter aus und schmeißt für die Viecher, hey. Na, brutal oft einmal. Na, echt. Ah, zum Glück haben wir ja noch genug Heilkräuter. So.
Ja, eventuell zwei Monster haben wir noch und auch ein Mr. Deppel, der Junge des Windescam. Das haben wir mal ausgetrickst. Das haben wir ausgetrickst. So. Ja, also wie im vorletzten Part gesagt, in Chorus und in Kikina werden wir nochmal treffen, weil es noch ein, hätte es noch ein, ja, seht ihr sehr klar wieso. Ja, such mal. Hast du eigentlich davon gehört, dass Kelma Magu liebt? Wie bitte? Hast du nicht? Ja, früher oder später hättest du es sowieso rausgefunden. Also sag ich's dir, als Freund. Kelma erzählte mir, dass du etwas hast, das er nicht habe. Hast du geglaubt, ihr wären Freunde? Was bist du für ein Dummkopf? Er ist eifersüchtig auf dich. Immerhin ist er verliebt in Mabu. Was? Du glaubst mir nicht? Wie blöd bist du denn? Nun, wie findest du das? Ja, es ist wahr. Ich bin eifersüchtig auf dich. Wusstest du das denn nicht? Ich wurde geboren, um ein Niemand von einem Schmied zu werden. Und du? Du wirst der Kokonmeister. Egal wie sehr ich Mabu auch lieben würde, sie kann mir niemals gehören. Ich weiß, dass ich überhaupt nichts dagegen tun kann, aber ich beneide dich. Ich habe diese Bräuche sowas von satt. Und das ist die reine Wahrheit. Ach, immer die Transformen durch. Na, Kinderchen. Freundschaft und Eifersucht. Welch sündiges Dasein. Ich habe die schwarze Seite seines Herzens fest im Griff. Ja, der Junge des Windes. Jetzt habe ich schon so gewählt, der Junge des Feuers, aber den haben wir ja schon. So, jetzt greifen wir auch nochmal um. Mal schauen. Ja, wir haben sogar Klick und Treff nochmal. Ja, also zu dem zu sagen, also zu dem Viecher, es braucht keine Angst vor dem Viecher haben, auch wenn es so groß ist und vier Arme hat. Wenn man es richtig umstellt, ist der leicht zu machen. So, als erstes tun wir unseren Kanzi ein. Spezial Wasserangriff. Ja, es zeigt natürlich wenig ab, weil es ja jetzt Luftelement ist, aber ja. Solange es was abzeugt, zeugt es was ab. So, Spezial. Und, ja, das ist auch die blöde Ungewohnheit für ihn, dass er uns in den Schlaf versetzen kann. Und das auch kann sich regenerieren. Ja. Das ist natürlich also blöd. Ja, das ist noch nicht wirklich einmal gewiss, dass das Viech sich regenerieren kann. So, einmal noch einen Spezialangriff und dann das war's eh noch. So. Ja, unser erstes Monster ist natürlich schon weg. So, jetzt kann man mit Luft halt. Luft gegen Luft. Ja, wer den Kampf voll gewinnen kann, das sehen wir dann, wenn das Licht angeht.
Jetzt wird er sich halt. Ja, halt sollte er sich nochmal. Okay, worauf? Spezial. Windangriff. Ja, so gefällt's mir gut. Das gefällt mir sehr gut. So, rufen. Feuer gegen Luft. Spezialfeuerangriff. Oh, soll ich schon was ab? Ja, Karma hat als letztes gewählt, weil er kurz vom Level absteht. Und deswegen haben die anderen zwar geopfert. Ja, dumm, ja, du Scheißviech. Ja, also nochmal, ich habe Karma als letztes hergenommen wegen dem Level Up, was er ja gleich hat. Spätestens noch nachdem. Dann, ja. Ja, kommt ihr weiter. Spezial Feuerangriff. Mhm, abgewehrt, ja, ja. So, Spezial Feuerangriff. Na, Kim. Ach, shit. Scheiß Viech. Was haben wir denn? Wie viel haben wir denn für den? Zwei. Soll ich es einsetzen? Ach, komm. Machen wir es so hin. Was tun wir denn da lang um? Ja, sorry, Karma. Falls du es mal umschaust. Ich hätte den Level Up wirklich gerne umgetan, aber ja. Mann, du bist so stark geworden. Deshalb liebt dich Mabu also. Verglichen mit dir bin ich. Danke. Mit deinem letzten Schlag haben mich auch deine wahren Gefühle getroffen. Es ist falsch, das weiß ich. Aber das ist auch ein Teil von mir selbst. Wir sind doch noch Freunde, oder? Der Juwel des Windes. Juwel des Windes erhalten. Der Mensch wird noch eine andere Frucht des Wissens erhalten. Aber sie wird die Saat der Verantwortung in sich tragen. Reise des Herzens. Ich bin froh, dich heil wiederzusehen. Hast du den dritten Juwel erhalten? Jupp, haben wir. Ausgezeichnet. Dieses goldene Etwas nennt man den Juwel des Windes. Es ist der Edelstein für die Prüfung der Eifersucht. Eifersucht kann verrückt machen. Widerstand gegen diese Qual beweist, dass die Kraft einer Freundschaft stärker ist als drohende Eifersucht. Jetzt bleibt nur noch ein Juwel zu finden. Lass uns den Weg für die letzte Prüfung freimachen. Für deine letzte Prüfung musst du dich in den Spinnenwald der Unterwelt wagen. Der
Auserwählte der Dunkelheit wird alles in seiner Macht Stehende tun, um dich zu besiegen. Lass dich nicht von seinen Täuschungsmanövern verwirren. In dem Augenblick, in dem du die vier Juwelen vereinst, musst du dich dem Auserwählten der Dunkelheit entgegenstellen. Er wird deine Diener erbarmungslos auf die Probe stellen. Du solltest darauf vorbereitet sein. Ja, und an der Stelle mache ich wieder wie üblich einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Jade Cocoon wieder. Und ich wünsche euch bis dann wie immer viel Spaß.